In Russland ist alles anders. Als wir gestern aus Berlin abfuhren, war es der 19. Juli 1904. Und heute in Russland hatten wir nicht etwa den 20. Juli, nein. Wir waren ganze 13 Tage zurück und schrieben erst den 7. Juli 1904. Und warum? Weil die Russen immer noch einen Kalender aus dem Altertum haben. Und den haben sie, weil sie unbedingt anders sein wollen als alle anderen. Warschauer Bahnhof, Endstation, alles aussteigen. Das war vielleicht auch der Grund, weshalb der Fall, der uns in St. Petersburg erwartete, sich so sehr von den Fällen unterschied, mit denen es Professor Dr. 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 Augustus van Dusen, genannt die Denkmaschine, ansonsten zu tun hat. Nicht, weil es um die Kronjuwelen des Zaren ging, um hohe Politik und höchste Herrschaften. An sowas sind wir gewöhnt. Aber na, Sie werden schon sehen. Oder hören, besser gesagt. Kümmern Sie sich um das Gepäck, mein lieber Hetsch. Wie heißt unser Hotel? Europa, Professor Amniewski Prospekt. Sehr schön. Sorgen Sie dafür, dass die Koffer dorthin geschafft werden. Rufen Sie einen Träger oder am besten gleich zwei. Leicht gesagt, Professor, wenn ich bloß wissen... Aber Hedge, Sie werden doch wohl in der Lage sein, einen Gepäckträger zu rufen. Normalerweise schon, aber hier sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Uniformen, nichts als Uniformen. In diesem schönen Land hält man anscheinend nichts von Zivilisten. Mein lieber Hedge, wie auch Sie wissen dürften, befindet sich dieses schöne Land seit nunmehr einem halben Jahr im Kriegszustand. Und davon abgesehen ist das Russische Reich stets als ausgesprochener Polizeistaat bekannt gewesen. Da, Polizeistaat, Väterchen. Ein wahres Wort, Sie wissen gar nicht, wie wahr. Van Dusen? Das Individuum, das sich ungebeten in unsere Unterhaltung drängte, trug zwar ausnahmsweise keine Uniform, sondern einen normalen braunen Mantel mit Pelzkragen. Sah aber trotzdem irgendwie uniformiert aus und vor allem sehr, sehr unsympathisch. Sie heißen Van Dusen? Professor? Amerikaner? Erlauben Sie, mein Gut, das wollen Sie. Wer sind Sie überhaupt? Polizei, dritte Sektion. Hier Dokument. Auf Feier, Ihr Ohana. Und was will die kaiserlich-russische Geheimpolizei von uns? Wir haben nichts ausgefressen. Wir sind doch eben erst angekommen. Wir sind auch keine Revolutionäre oder sowas. Tische. Van Dusen? Es muss sich um ein Missverständnis handeln. Nu, dabei. Van Dusen? Ja, ja, ich bin Professor Van Dusen, aber... Хорошо. Хач. Amerikaner? Reporter? Bin ich alles, muss ich zugeben. Хорошо. Beide verhaftet mitkommen. Verhaftet? Soll das ein Scherz sein? Ich möchte sofort unseren Konsul sprechen. Jawohl, den Konsul der Vereinigten Staaten. Nix, Konsul. Später vielleicht. Mitkommen. Wir denken gar nicht daran. Nicht die Bohne. Wie Sie wollen. Nur dabei. Dabei. Dabei, dabei. Was blieb uns anderes übrig? Machen Sie mal was gegen drei kräftige Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett. Sie nahmen uns in die Mitte, marschierten zügig mit uns durch die Bahnhofshalle auf den Vorplatz und da stopften sie uns kurzerhand in eine schwarze Kutsche mit verhängten Fenstern. Ein Soldat stieg mit ein, die beiden anderen und der Herr von der dritten Sektion auf den Bock. Und dann ging's los. Wir, der Professor und ich, starrten uns ungläubig und ein bisschen fassungslos an. Nette Sitten hierzulande. Ein merkwürdiger Empfang. Alles, was recht ist. Nu? Ich werde dem Daily New Yorker einen gepfefferten Bericht schicken. Darauf können Sie Gift nehmen. Falls ich überhaupt noch mal in die Lage komme, einen Bericht zu schreiben. Nu? Sie wissen doch immer alles, Professor. Was haben die Burschen mit uns vor? Das, mein lieber Hedge, wird sich herausstellen. Bewahren Sie Ruhe.
Sie sich ein bisschen strecken, müssten Sie eigentlich aus dem kleinen Fenster in der Vorderwand etwas sehen können. Ich versuch's mal, Professor. Hoffentlich verarbeitet mich der Menschenfresser hier mit seinem Bajonett nicht zu Hackfleisch. So. Nu? Ist ja gut, Fido. Kusch, braver Hund. Nu? Na bitte. Ausgezeichnet, mein lieber Hedge. Und was sehen Sie? Eine breite Straße. Hm. Weiter vorn ein Platz. Ein riesiges Gebäude mit einem goldenen Turm. Sehr hoch, sehr spitz. Die Admiralität. Wir fahren also die Gorochowa entlang. Jetzt biegen wir rechts ab. Und gleich wieder links. Noch ein großes Gebäude. Sieht aus wie ein Schloss. Das Winterpalais. Wir fahren über eine Brücke. Und jetzt über eine zweite Brücke. Von mächtige Mauern. Das ist doch die Peter- und Paul-Festung. Ohne jeden Zweifel. No. Wie Sie vermutlich wissen, ist die Peter- und Paul-Festung das russische Staatsgefängnis. Hier liegen die Folterkeller der Ochana, der politischen Geheimpolizei. Hier verfaulen die Feinde des Zaren bei lebendigem Leib in unterirdischen Kerkern. Wer hier reinkommt, der kommt selten wieder raus. Und deshalb wurde mir ziemlich mulmig, als die Kutsche durch ein massives Tor in den Festungshof fuhr. Als wir herausgezerrt und durch schleimige, übelriechende Gänge geschleppt wurden. Vorbei an Wachstuben und Kasematten, bis zu einem finsteren, feuchten Loch mit Ketten an den Wänden. Und hier kam uns ein gepflegter, älterer Herr in prächtiger Hofuniform entgegen. Professor van Dusen, Mr. Hedge, ich freue mich aufrichtig, Sie zu sehen. Herzlich willkommen in St. Petersburg. Bleibt sogar Ihnen die Spucke weg. Was, Professor? Nur sehr kurzfristig, mein lieber Hedge. Mit wem habe ich die Ehre? Oh, ich habe mich nicht vorgestellt. Verzeihen Sie, Plewe, Vatschislav Konstantinowitsch Plewe. Die Ehre ist übrigens ganz auf meiner Seite. Plewe? Doch nicht der Innenminister. Ganz recht, Mr. Hedge. Seine kaiserliche Majestät, seine Nikolaus II. Haben geruht, meine Person mit der Leitung des Innenministeriums zu betrauen und der Polizei, versteht sich. In diesem Falle, Herr Minister. Bitte, Professor. Exzellenz ist die mir zustehende Anrede. In diesem Falle, Exzellenz, muss ich Sie dringend ersuchen, uns ohne Verzug wieder in Freiheit zu setzen. Und zwar Dalli Dalli. Aber meine Herren, über die, wie soll ich sagen, ein wenig abrupte Weise unserer Fühlungnahme werden Sie, dessen bin ich ganz sicher, großzügig hinwegsehen. Sie entspringt lediglich verzeihlicher Ungeduld, nicht zu bändigendem Diensteifer. Denn seit ich höre, dass Sie, verehrter Professor, unser geliebtes Land mit Ihrem Besuch beehren würden, hatte ich nur noch einen Gedanken, Ihnen so bald wie irgend möglich eine Geschichte zu erzählen. Geschichte? Ja, wo sind wir denn hier? Ich bin erstaunt, Exzellenz. Angenommen, Ihr Problem sei tatsächlich dringend. Ließe es sich nicht wenigstens an anderer Stelle... Wie wäre es morgen im Hotel? Schweigen Sie! Wenn der Innenminister und Polizeichef des Russischen Reiches Ihnen was vorzutragen wünscht, wo und wann auch immer, dann hören Sie ihm zu, mit Respekt und ohne Widerspruch. Verstehen wir uns? Oder muss ich Sie knebeln und mit Ketten an die Mauer schmieden lassen? Sehen Sie, wir sind doch vernünftige Menschen, nicht wahr, meine Herren? Wollen Sie nicht Platz nehmen? Leider kann ich Ihnen nur den Fußboden anbieten. Bisschen feucht. Wir stehen lieber. Ganz wie Sie wünschen, meine Herren. Also, hören Sie zu. Es war vor einer Woche in der fernen Mandschurei, wo, wie Sie wissen, unser tapferes Heer mit dem der Japaner sich einen erbitterten Kampf liefert. Admiral Alexejew, der Kommandeur unserer von den Japanern eingeschlossenen Festung Port Arthur, saß in seinem Arbeitszimmer, als sich einer unserer besten Agenten bei ihm melden ließ. Ein Mann, dem es gelungen war, Zutritt zum höchsten Kriegsrat des Feindes zu erlangen. Abgerissen, stockend, bleich. Er war beim Durchqueren der japanischen Linien schwer verwundet worden, erstattete er dem Admiral Bericht über einen ungeheuerlichen Plan des Gegners.